Es geht weiter mit der Reihe GmbH gründen. Was musst du wissen? In diesem Video geht es jetzt wirklich um das Thema, ja, welche Steuern fallen denn eigentlich bei einer GmbH oder UG an? Und was musst du da sonst zu beachten? Das erfährst du, wie gesagt, in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das erste Mal bei Steuern mit Kopf, dann lass ein Abo da. Vergiss auch nicht, die Glocke zu drücken und schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei. Auf Facebook natürlich auch die Steuern mit Kopf Community, da natürlich einfach die Beitrittsanfragen stellen und mitdiskutieren über Steuertipps, Steuernews und How-Tos zur Steuererklärung. Ja, das Thema GmbH. Hier ist es natürlich immer wieder so, man liest überall, ja, GmbH gründen, der massivste Steuervorteil, den du machen kannst und wo du hier wirklich das meiste, das Ultimo rausholen kannst. Doch da ist natürlich die Frage, ist das wirklich so? Denn welche Steuern fallen denn grundsätzlich eigentlich bei einer normalen, operativ gewerblich tätigen GmbH an? Hier natürlich gleich denjenigen, die jetzt gleich hier schon wieder in die Tasten hauen. Aber ist es das und das? Nein, es ist nämlich so, es gibt auch hier die Standard GmbH. Wir gehen jetzt nicht auf Sonderfälle ein, sondern es geht hier wirklich nur um die normale, operativ tätige, gewerbliche GmbH. Ja, eine GmbH zahlt im Durchschnitt so ungefähr 30% Steuern. Setzt sich zusammen zum einen natürlich aus der Körperschaftssteuer von 15%. Diese 15% sind im Bundesdurchschnitt immer gleich. Das heißt, egal ob du jetzt in München bist, in Hamburg, in Berlin, in Hinterhoglapfing oder sonst irgendwo, du zahlst auf die Körperschaftssteuer immer 15%. Zusätzlich ist es so, dass diese 5,5% Solidaritätszuschlag oben drauf kommen. Das heißt, dann sind wir bei 15,825%. Hinweis: Der Solidaritätszuschlag fällt aktuell nach aktuellem Rechtsstand für Körperschaften und natürlich auch bei Kapitalerträgen nicht weg. Bei Arbeitnehmern sind das ungefähr 76.000 Euro, also bei Privatpersonen, Einzelunternehmen, da ist es so, dass hier dann bei 76.000 Euro hier der Soli wegfällt. Dann kommt aber noch eine weitere Steuer dazu, die es bei Einzelunternehmen auch gibt, und zwar die Gewerbesteuer. Hier ist es so, hier kommt es darauf an, wo du deine Hauptniederlassung hast, beziehungsweise ob du hier eventuelle Zerlegungen hast, wenn du in mehreren Gemeinden tätig bist. Im Bundesdurchschnitt beläuft sich dieser Steuersatz auf 14%. Berechnet sich einmal natürlich mit der Messzahl von 3,5% und dem Hebesatz im Bundesdurchschnitt, wie gesagt, hier ungefähr 400%. Dann kommst du auf die 14%. In Summe kommst du also hier mit dem Solidaritätszuschlag, der Körperschaftssteuer und der Gewerbesteuer auf 29,825%. In dem Zusammenhang ist es so, dass du, wenn dein persönlicher Steuersatz über diesen 30% liegt, dann kann es für dich sinnvoll sein, eine GmbH oder UG zu gründen. Häufig natürlich jetzt mittlerweile wirklich so, denn die meisten Steuerpflichtigen zahlen jetzt schon mehr als 40% Steuern, auch wenn sie normal bloß angestellt sind. Dementsprechend ist es mittlerweile echt so, dass sich in vielen Fällen die GmbH oder UG einfach besser rechnet. Dann ist es aber so, dass es hier noch zwei Positionen gibt, die du natürlich im Unternehmen direkt hast. Und das ist einmal natürlich die Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer ist eine Verkehrssteuer, die zusätzlich auf jeden Umsatz, den du hast, oder natürlich anfällt. Diese beträgt 19-7%. Es gibt natürlich auch steuerfreie Umsätze. Auch eine GmbH, UG oder AG kann die Kleinunternehmerregelung wählen, wenn die Umsätze im Jahr 2020 unterhalb von 22.000 Euro liegen. Klassischer Fall zum Beispiel kommt natürlich noch hinzu, wenn du Immobilien erwirbst in der GmbH oder UG, dann kommt noch die Grunderwerbsteuer dazu und natürlich auch noch die Kfz-Steuer oder die Grundsteuer. Kommen wir jetzt aber zu den, Steuerarten, die natürlich dann auch wichtig sind. Und zwar, wenn du natürlich hier zusätzlich auch noch, davon leben musst, von dieser GmbH. Es gibt viele Steuerpflichtige, auch in Deutschland, denen ist die GmbH, die sie haben, meist völlig egal, weil sie komplett diese Thesaurierungseffekte nutzen wollen, dass ja auch den Zinsvorteil ganz einfach mitgehen. Jetzt aber natürlich die Frage, wenn du Geld aus der GmbH rausholen willst, was fällt denn dann nochmal für Steuern an? Also grundsätzlich ist es so, dass dann natürlich die Einkommensteuer bzw. Lohnsteuer anfällt. Hier ist es so, dass du natürlich auf das 20.000 Euro, die du dir jährlich brutto auszahlen lässt, dass auf die natürlich nochmal Lohnsteuer anfällt. Diese Lohnsteuer ist natürlich im Unternehmen, in der GmbH, dann wieder eine Betriebsausgabe, genau wie dein eigenes Gehalt. Also kann es hier wirklich sinnvoll sein, ganz einfach hier sich was auszuzahlen und damit natürlich dann die Steuerlast eventuell ein bisschen zu jonglieren, dass du natürlich immer so bist, dass du weniger Steuern zahlst im Privatvermögen oder eventuell, wenn du es wirklich optimiert machst, dann bist du natürlich auf das Geld
Geld in der GmbH überhaupt nicht angewiesen. Alternative dazu ist natürlich das Thema Kapitalertragssteuer. Auch dazu ist es, dass du natürlich auch die Sachen, also die Kapital ausschütten kannst. Und die Ausschüttung bedeutet natürlich, dass du hier einfach das Geld aus der GmbH rausnimmst. Das ist eine Ausschüttung und diese dann aber nicht mehr einlegst. Es ist kein Darlehen oder ähnliches. Hier fällt dann die Kapitalertragssteuer. Hier natürlich 25% plus Kirchensteuer plus Soli. Und das führt natürlich dann auch in dem Zusammenhang dazu, dass dir nochmal ungefähr 30% Steuerbelastung hast obendrauf. Übrigens, die Auszahlungen, also Gewinnausschüttungen, stellen keine Betriebsausgabe dar. Es gibt aber hier noch einen kleinen Hinweis, und zwar die Rücklageverpflichtung einer UOG mit 25% pro Jahr. In diesem Sinne, das jetzt mal so als grober Überblick über die Steuern, die eine GmbH oder UOG zahlen kann. Es ist natürlich schon so, dass es hier auch noch weitere Steuerarten geben kann, die natürlich auf dich zukommen können, wenn du in einer bestimmten Branche tätig bist. Das aber mal, wie gesagt, jetzt so als Standard. Also es ist einmal die Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer und der Soli und die Umsatzsteuer, die auf der Gesellschaftsebene anfallen, und dann danach kommen natürlich nochmal die Einkommensteuer, Lohnsteuer bzw. Kapitalertragssteuer, die dann bei der Übernahme ins Privatvermögen dann nochmal Anwendung findet. In diesem Sinne, wie gesagt, wenn du weitere Fragen hast zur GmbH-Gründen, zum Gründen eines Unternehmens, zu Finanzen und ähnliches, dann ab damit unten in die Kommentare. Und natürlich auch Fragsteuern mit Kopf nicht vergessen, immer zwischen montags und mittwochs. Und wenn du natürlich Interesse hast an einem Beratungsgespräch, unten einfach online einen Termin vereinbaren. Mein Name ist Roland, ich bin Steuerberater aus Regensburg, und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.